Kapitel 9. Der Mann hinter der Kasse sah nicht auf, als sie durch die gläserne Automatiktür traten. Das Angebot an Chipsorten füllte ein ganzes Regal. Bernhard stand suchend einige Minuten davor, bis er die besagten Nüsse entdeckt hatte. Basti kam mit einer Literflasche Cola und einem abgepackten Käsesandwich für 3,79 von der Kühltheke zurück. »Haben wir alles?« fragte er. »Ja, sieht so aus«, antwortete Bernhard, nahm Basti die Sandwichpackung ab, dann die Cola, klemmt sie unter den Arm, griff mit der freien Hand nach den Wasabi-Nüssen und ging zur Kasse. »Die hier und die Nummer 6 und eine Packung, Basti, was willst du?« »Rote Gauze.« »Und eine Packung rote Gauze, bitte. Wir zahlen mit Karte.« Der Kassierer stierte ohne zu blinzeln auf die vor ihm aufgeschlagene Zeitung. Braune Bartstoppeln sprossen aus der Gesichtshaut rund um seinen breiten Mund, den er fest zusammenpresste. Die schwarzen Haare waren dünn und achtlos zu einem schlampigen Scheitel gekämmt und so fettig, dass die ergrauten Strähnen aufblitzten, als seien sie aus Silber. Ein kariertes Baumwollhemd spannte sich um seinen massigen Körper. »Die 6, bitte«, wiederholte Bernhard mit Nachdruck. Basti trat neben ihn. Beide warfen sich fragende Blicke zu. Die graublauen Augen des Kassierers bewegten sich schwerfällig wie in Zeitlupe. »Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte Bastian ernst. Der Angesprochene schaute sie hilflos an. Seine Lippen bebten. Aus seiner Nase rann ein einzelner Tropfen dunkelroter Flüssigkeit. Als er langsam den Mund öffnete, quoll ein milchig weißer Schaum vermischt mit Blut daraus hervor. Seine Mundhöhle glühte in einem kalten Lichtschein, so als ob sich darin eine Glühbirne befände. Etwas bewegt sich darin. Basti war starr vor Entsetzen. Er wollte aufschreien, doch er brachte nicht mehr als ein tonloses Winseln hervor. Furcht und Ekel stiegen in ihm auf, hingen als unsichtbare Fesseln an seinem Körper. Er konnte seinen Blick nicht von dem Mund des Mannes lösen. Das Licht, das leblos und bitter darin glimmte, schien ihn zu durchleuchten. Er konnte es spüren, wie es in ihn eindrang, durch seine Augen, seine Ohren, seine Nasenlöcher, wie es stechend schmerzte hinter seiner Stirn. Ein metallischer, länglicher Fremdkörper schob sich langsam zwischen den zitternden Lippen des Kassierers hervor. Unter scheußlichen, surrenden Lauten bewegten sich die gelenkartigen Knoten dieses Etwas langsam auf ihn zu. Das Pochen in seinem Ohr wurde stärker, je näher die abartige Maschinerie seinem Gesicht kam. In einem der hinteren Winkel seines Bewusstseins regte sich etwas, von dem er instinktiv erkannte, dass er es nicht ignorieren durfte. Es war eine Stimme. Er versuchte, sich zu konzentrieren. Die Stimme wurde lauter. Sie wurde sehr laut. Und kurz bevor er nach hinten überfiel, realisierte er, dass Bernhard unter panischen Schreien versuchte, ihn wegzureißen. Er schrie auf, als er mit der Schulter hart auf dem kalten Kachelboden aufschlug. Bernhard zerrte ihn wieder hoch und zog ihn am Arm durch den Raum. Aus dem Augenwinkel konnte Basti erkennen, dass sich der Kassierer stöhnend erhoben hatte und mit schwerfälligen Schritten auf sie zubewegte. Dann verstummten die Kompressoren der Kühltheke, die Deckenleuchten erloschen. »Scheiße! Scheiße! Verfluchte Kacke!« schrie Bernhard. Tränen liefen über seine Wangen. Die gläserne Lichtschrankentür bewegte sich keinen Zentimeter unter seinem Zerren. Das giftige Leuchten des Mundhöhlenroboterarms spiegelte sich in den weißen Bodenfliesen. »Bleib von der Tür weg«, rief Basti. Er fühlte einen schneidenden Schmerz in seiner Hand, als unter lautem Klirren den Feuerlöscher in die Glastüre schmetterte. 5 erschrockene Gesichter blickten sie an, als sie Sekunden später in den Bus sprangen. »Fahr los«, brüllte Basti. Fabian sah ihn ängstlich an. »Aber Buschi und Torti, fahr endlich! Jetzt fahr endlich! Fahr, fahr, fahr!« schrie Jörg, als er die wankende Gestalt, der ein blass leuchtender Gegenstand aus dem Mund ragte, durch das Seitenfenster sah. Lars und Andi wendeten ihren Blick verständnislos nach rechts
und brachen sofort in hysterisches Schreien aus. Fabian trat das Gaspedal ganz durch, sodass er beinahe die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Geruch von Gummi stieg ihm in die Nase. »Was zur Hölle passiert hier?« schluchzte Lars. Phil zischte etwas, dass man jetzt die Klappe halten solle. Für Erklärung sei Zeit, wenn sie in Sicherheit seien. In diesem Moment erschallte ein greller, durch Mark und Bein dringender Schrei. Mit quietschenden Reifen bremste Fabian den Bus. Niemand gab einen Ton von sich. Fabians angsterfüllter Blick spähte in das dunkle Waldstück am Rande des Rastplatzes. »Da sind sie«, rief er. Und indem er den Kopf durch das Seitenfenster steckte, »Buschi, Torti, beeilt euch, verdammt!« Im Lichtkegel der Scheinwerfer sahen sie zwei Gestalten. Jörg erkannte Buschi an seiner Jogginghose. Er stand Thorsten gegenüber, seine Hände um dessen Kopf gelegt. Die Jacke hatte er ausgezogen. Mit unmenschlicher Gebärde presste er seine Daumen in Thorstens Augenhöhlen. Blut floss an seinen Armen hinunter und tropfte in kurzen Intervallen an seinen Ellenbogen herab. Thorsten sackte leblos zusammen. Buschi blickte einige Sekunden auf den toten Körper, der vor ihm lag. Dann wandte er sich zur Seite. Seine Augen waren nicht mehr als weiße, von roten Adern durchzogene Blasen, ohne Pupille, ohne Iris, wie Tischtennisbälle. Er machte einige langsame Schritte nach vorne, wurde schneller und begann schließlich auf den Van zuzurennen, den leeren Blick fest darauf fixiert. Fabian beschleunigte, diesmal ohne Aufforderung. Er schloss die Augen. Die donnernde Wucht des Aufpralls katapultierte seinen Schädel gegen die Kopflehne. Er hörte Glas splittern und hob instinktiv die Hand vor sein Gesicht, doch er bremste nicht ab. Als er die Augen wieder aufmachte, sah er, dass die Windschutzscheibe noch intakt war. Einer der Scheinwerfer musste zerbrochen sein. Auf der Beifahrerseite erhob sich der Bus unter grauenhaft knackenden Geräuschen. Etwas unter ihnen gab nach, so als würden sie über einen aufplatzenden Mehlsack rollen. Sie fuhren weiter. Jörg blickte in die schnell vorüberziehenden geparkten Autos. In keinem davon konnte er jemanden entdecken. Als sie kurz darauf mit Tempo 130 über die Autobahn schossen und sich in relativer Sicherheit wussten, brachen sie in Tränen aus. Sie wurden von dem, was geschehen war, einfach übermannt. Lars schrie Fabian an, »Du hast Buschi getötet, du hast ihn einfach überfahren und da liegen lassen. Ihr alle habt ihn da liegen lassen, einen Hund würde man besser behandeln.« Er schlug blindlings um sich, sodass Basti und Phil ihn festhalten mussten, bis er sich wieder beruhigt hatte. Oder zumindest zu erschöpft war, um weiterzumachen. »Das war nicht Buschi«, sagte Fabian. »Nicht mehr. Ihr habt doch gesehen, wie er aussah. Ihr habt gesehen, dass er Torti mit bloßen Händen umgebracht hat. Und ihr habt den Typen gesehen, der dieses Ding in sich drin hatte. Ich und Jörg, wir haben euch gesagt, dass hier etwas passiert. Und ihr habt uns einfach ausgelacht. Ihr habt nicht mal... Da! Habt ihr das gesehen?« Jörg unterbrach ihn und deutete wild mit dem Finger in Richtung Horizont. »Da! Dieses Licht! Seit dieses Licht aufgetaucht ist, geschehen diese Dinge!« Der Himmel war mittlerweile in undurchdringliches Schwarz getaucht, so als wäre bereits tiefste Nacht. Und mitten darin blitzte wieder jenes farblose Leuchten auf. Es schien nun regelmäßig aufzuflimmern. Aber es lag über einer dichten Wolkendecke, die jeden Versuch dahinter zu blicken schroff zurückwies. »Was auch immer es ist und was auch immer hier passiert, wir allein haben dem nicht viel entgegenzusetzen. Ich werde jetzt die Polizei rufen«, sagte Phil, der wenige Momente später wutentbrannt und fluchend sein Handy durch den Bus pfefferte, als es ihm den Dienst versagte. Auch keines der anderen Mobiltelefone funktionierte. Als Fabian das Navigationsgerät wieder anschloss, erschienen auf dem Bildschirm lediglich verpixelte Störbilder. Das Radio gab auf allen Frequenzen nur monotones Rauschen ab. »Diese Sache scheint alle elektronischen Geräte zu beeinflussen«, sagte Jörg mit Blick auf seine Kamera. Phil schaute ihn nachdenklich an, dann antwortete er, »Vielleicht ist ja Krieg ausgebrochen
Und das hier ist eine neuartige Waffentechnologie, oder es war ein terroristischer Anschlag. Ich habe noch von keiner Waffe gehört, die mit Menschen das macht, was ich bei diesem Tankwart gesehen habe, erwiderte Bernhard. Ja, natürlich nicht. Für diesen Zweck wurden Geheimdienste gegründet. Ach, so ein Schwachsinn, Geheimdienste. Das hier ist keine Sache, die Menschen erfunden haben. Phil beugte sich aufgebracht über die mittlere Sitzreihe nach hinten. Hast du eine bessere Erklärung, dann raus damit, fauchte er. Ich habe mir diese Scheiße doch nicht ausgedacht. Du hast es doch selbst gesehen. Du warst da drin. Jetzt sag mir, wie du das sonst erklären willst. Ich kann es nicht, okay? Ich kann es nicht erklären. Nichts von dem, was hier vor sich geht, kann ich erklären. Und du kannst es auch nicht. Also tu verdammt nochmal nicht so, als wusstest du Bescheid. Jungs, hör doch auf mit dem Scheiß. Jörg legte seine Hand auf Bernhards geballte Faust, die er wütend auf Kopfhöhe erhoben hatte, und schob sie langsam zurück. Das bringt uns nicht weiter. Wir sollten nachdenken, was wir als nächstes tun sollen. Daraufhin drehte Phil sich wortlos wieder nach vorne und ließ sich auf seinen Sitz fallen. Hilflose Stille kehrte ein, die nur von gelegentlichem Schluchzen unterbrochen wurde. Andy lehnte mit dem Kopf am hinteren Seitenfenster. Er hatte die Augen geschlossen und seine Haut glänzte teigig und unnatürlich. Basti zitterte so sehr, dass er Mühe hatte, sich die Zigarette anzuzünden. »Wir sollten von der Autobahn abfahren und Hilfe holen«, schlug Jörg schließlich vor und fügte hinzu, »wir haben ja offensichtlich keine andere Möglichkeit, mit jemandem Kontakt aufzunehmen.« »Ja, und wenn wir dort noch mehr solche Überraschungen antreffen?« warf Fabian ein. »Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht«, antwortete Jörg. »Im Bus sind wir mobil und relativ sicher. Seid ihr dabei?« Phil, Basti, Bernhard und Fabi bejahten das. Von den anderen kam kein Widerspruch. In der Ferne blitzte das kalte Licht jetzt alle paar Sekunden auf.